Notizbücher. Wir alle kennen sie, wir alle lieben sie und doch liegen die meisten irgendwie rum, habe ich das Gefühl. Genau aus diesem Grund gibt es heute dieses Video. Ich werde euch heute nämlich 10 Ideen vorstellen, wie ihr leere Notizbücher kreativ und sinnvoll nutzen könnt. Ich freue mich wahnsinnig drauf, bin ganz gespannt, was ihr sagt und lege direkt mal los. Die erste Idee ist ein absoluter Klassiker, muss da aber mit rein, und zwar sein Notizbuch als Journal zu verwenden. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel ein Tagebuch führen, in dem man jeden Tag einfach ganz klassisch einträgt, was man so erlebt hat, was man gemacht hat, was einen beschäftigt hat. Mir persönlich hilft das total, um einfach mal so zu reflektieren, was ich eigentlich über das Jahr so erlebe, weil ich oft am Ende des Jahres immer so das Gefühl habe, dass gar nichts passiert ist und mein Alltag total eintönig war. Aber wenn ich dann da mal durchblätter, habe ich immer das Gefühl, okay, du hast ja doch ganz schön viel erlebt und ich finde das total cool. Die zweite Möglichkeit ist aber auch mit sogenannten Journal Prompts zu arbeiten. Das heißt, man stellt sich so gewisse Fragen, mit denen man einfach sich und sein Leben reflektieren kann. Diese Journal Prompts kann man sich natürlich selber ausdenken. Man kann aber auch einfach mal im Internet nach guten Journal Prompts gucken. Und ich persönlich mag das total, mache das auch regelmäßig und finde das eine tolle Idee. Die zweite Idee richtet sich an jeden, der gerne lernt. Ich hoffe, das ist irgendwie jeder von euch. Das heißt, Leute, die gerne Online-Kurse machen, die gerne TED-Talks angucken, gerne Bücher lesen oder auch gerne einfach informative YouTube-Videos gucken. Ich persönlich mache mir dazu nämlich immer Notizen. Ich habe die früher einfach immer nur konsumiert und angeschaut, habe aber festgestellt, dass ich dann gar nicht so viel mitgenommen habe. Und dann habe ich irgendwann angefangen, einfach Notizbücher zu führen, in denen ich alles einfach mal aufschreibe, was ich so gelernt habe. Und seitdem nehme ich viel, viel mehr mit und habe das Gefühl, dass ich viel mehr irgendwie von dem Content habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber immer wenn ich telefoniere bzw. einfach irgendwie einen Call habe, aber irgendwie nicht weiß, was ich mit meinen Händen tun soll, fange ich an, irgendwas zu kritzeln. Das habe ich oft auf einer Serviette gemacht, aber irgendwann dachte ich mir, hey komm, nutz einfach dein Notizbuch dafür. Und habe dann angefangen, immer so kleine Zeichnungen zu machen, kleine Kritzeleien. Mich bringt das immer voll runter. Tatsächlich wird das auch total häufig in Therapien angeboten, dass man eben so kleine Zeichnungen machen kann. Das hat eine sehr meditative Wirkung. Es geht nicht darum, dass es schön ist, das ist bei mir absolut nicht. Es geht einfach nur darum, dass man irgendwie eine Beschäftigung hat. Und ich finde es auch ganz schön, einfach nachher so ein kleines Buch zu haben, wo diese ganzen Zeichnungen einfach drin sind. Ihr könnt euer Notizbuch auch nutzen, um Bücher zu tracken. Was ich total gerne mache, wenn ich Bücher lese, gerade so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ist, dass ich mir erstmal so kleine Sticky Notes da reinmache, immer auf die Seiten, an die ich mich gerne erinnern möchte, an denen irgendwas Wichtiges steht. Und später rufe ich dann halt all diese Sticky Notes mal auf und schreibe dann die wichtigsten Zitate raus. Da muss man halt nicht immer suchen, sondern hat das einfach alles gebündelt in einem Buch drin. Ihr könnt und solltet euer Notizbuch natürlich auch für ein Dankbarkeitsjournal nutzen. Ich habe da ja bereits ein fertiges 6-Minuten-Tagebuch, wo ich jeden Morgen und jeden Abend Dinge reinschreibe, für die ich dankbar bin, aber ihr könnt das auch wunderbar selber erstellen. Ihr schreibt euch einfach wirklich jeden Morgen nur 3 Minuten einfach irgendwelche Dinge auf, für die ihr dankbar seid. In der Regel sind das so 3 Sachen, die ich mir aufschreiben würde, und ihr werdet feststellen, dass ihr mit der Zeit viel ausgeglichener und zufriedener in den Tag startet. Wenn ihr auch zu den Leuten gehört, die bei jeder random Tätigkeit auf einmal auf irgendeine crazy Idee kommen, so wie ich, solltet ihr auf jeden Fall ein Ideentagebuch führen. Das Buch könnt ihr überall mit hinnehmen und ihr könnt dort einfach jede Idee, die euch irgendwie in den Kopf schießt, reinschreiben. Dann habt ihr sie erstmal aus dem Kopf raus, könnt euch erstmal um andere Tätigkeiten wieder kümmern und später euch an diese Ideen setzen, die dann eben voller Inspiration stecken. Ich finde solche Bücher richtig, richtig cool. Wenn ihr sehr lebhaft träumt und euch aber am nächsten Tag gar nicht mehr an eure Träume erinnern könnt, dann könnte auf jeden Fall ein Traumtagebuch auch etwas für es sein. Das ist ein Journal, das ihr direkt beim Bett lagern solltet und euch direkt morgens nach dem Aufstehen zur Seite nehmt, um dann einfach direkt eure Träume reinzuschreiben. Das finde ich auch eine total schöne Idee. Ich muss sagen, ich träume gar nicht so viel. Aber wenn ich es tun würde, dann würde ich es auf jeden Fall gerne jeden Morgen aufschreiben können, weil man sich einfach gerne im Nachhinein auch an seine Träume erinnern möchte. Am Ende des Monats ist immer das Geld knapp. Wenn du mit dieser Aussage irgendwie d'accord gehst, könnte auf jeden Fall ein Haushaltstagebuch für dich eine wertvolle Investition sein. Ich habe da einen gekauften Finanzplan, aber ihr könnt euch natürlich jederzeit einen selber erstellen. Der hilft euch einfach dabei, eure Einnahmen und Ausgaben zu tracken und sorgt einfach für einen super guten Überblick am Ende des Monats. Kleine Unterbrechung an dieser Stelle. Falls dir dieses Video gefällt oder du generell regelmäßig bei meinen Videos vorbeischaust, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest. Dann verpasst du in Zukunft auch nichts. Was ich dir auch empfehlen kann, ist ein Fitness-Tracker. Besonders natürlich dann, wenn du viel Sport machst, besonders im Krafttraining-Bereich, macht das auf jeden Fall Sinn, dass du einfach jede Einheit aufschreibst, wie viel Gewicht du bei welcher Übung genommen hast. Und dann hast du halt einfach auch über die Monate eine super Motivation, wie sehr du dich weiterentwickelt hast. Was ich auch nur empfehlen kann, ist tatsächlich seine Passwörter mithilfe eines Notizbuchs zu tracken. Dafür einfach mal schauen, welche Passwörter man überhaupt so hat oder welche man vielleicht regelmäßig vergisst. Bei mir sind das nämlich einige, die ich ziemlich häufig vergesse. Und das Ganze ist natürlich sicherer, als wenn man das in irgendeiner Cloud oder generell irgendwo im Netz abspeichert, weil da muss halt erstmal wirklich jemand rankommen, wenn man die zu Hause abspeichert. Und ganz ehrlich, ich finde, man hat ganz schön viele Passwörter. Das könnte sich schon lohnen. Alleine die kleine Liste, die ich hier aufgelistet habe, zeigt, dass das einiges ist, was da zusammenkommen könnte.
Eine ganz klassische Idee ist ein sogenannter Habit-Tracker. Darüber habe ich ja schon häufiger mal gesprochen. Mit dem kann man eben tracken, wie gut man seine Gewohnheiten über einen gewissen Monat oder generell über eine gewisse Zeitspanne einhalten könnt. Ihr seht hier gerade, wie ich mir selber einen erstellt habe. Natürlich kann man das auch digital machen, aber ich persönlich finde, es ist irgendwie belohnender, wenn man das wirklich live irgendwie abhaken kann. Und damit kann man einfach wirklich wunderbar so beobachten, wie gut man halt dranbleibt an seinen Zielen und jeden Tag immer was abhaken und am Ende des Monats einfach gucken, wie viele Kreuze man hat, im besten Fall halt alle. Und ja, ich finde das halt ein super, super Prinzip und damit kann man auf jeden Fall sinnvoll seine Notizbücher füllen. Dann könnt ihr eure Notizbücher natürlich auch ganz klassisch zum Planen verwenden. Auch hier seht ihr einfach mal, wie ich das aufgebaut habe. Natürlich kann man sich da auch extra Notizbücher für kaufen. Das macht das Ganze natürlich dann noch mal ein bisschen einfacher. Aber grob vom Prinzip her kann das, glaube ich, selber jeder auch irgendwie selber zu Hause hinbekommen. Ich mache das halt einfach immer ganz gerne, dass ich für jeden Tag so eine kleine Spalte habe. Idealerweise würde man die dann halt über zwei Seiten erstrecken. Und dann kann man sich jeden Tag so eine kleine To-Do-Liste erstellen. Man kann das ja auch noch zusätzlich zu digitalen Planern machen, wenn man sagt, okay, ich bin ja eher der digitale Typ und möchte da gar nicht drauf verzichten, dann kann man das ja irgendwie zusätzlich nochmal auf seinem Schreibtisch liegen haben, sonstige Dinge eintragen. Ich finde, das ist immer ganz schick und lohnt sich auf jeden Fall. Dann eine Idee, die ich erst vor kurzem gefunden habe, die ich aber sehr, sehr eindrucksvoll fand, und zwar Briefe zu schreiben. Und zwar nicht echte, reale Briefe, die man auch wirklich absendet, sondern Briefe, die man einfach nur für sich schreibt. Und das bedeutet, man hat da komplette Kreativität, komplette Freiheit, was man eigentlich loswerden möchte. Immer mit dem Hintergrund, dass man sie ja sowieso nicht abschicken wird. Man kann das an seine Eltern schicken, an Freunde, an Personen, die man lange nicht gesehen hat, an sein jüngeres Ich, an sein Zukunfts-Ich. Einfach mal alles von der Seele runterschreiben, was man gerne diesen Personen sagen würde. Ich finde, das ist unfassbar heilsam und ich finde es auch unfassbar schön, da einfach mal durchzublättern. Deswegen vielleicht eine Idee auch für euch. Man kann und sollte sein Notizbuch aber auch eventuell verwenden, um Kontakte oder Adressen zu tracken. Ja, wir haben die heutzutage echt alle im Handy, aber mir ist echt im Urlaub erst wieder aufgefallen, dass man A, das Handy nicht unbedingt immer dabei hat, um auf diese Adressen zuzugreifen, und B, es auch leicht mal sein kann, dass irgendwas nicht synchronisiert wurde und man irgendwelche Kontakte oder Adressen oder Telefonnummern nicht mehr hat, und das wäre halt schade, wenn das passieren würde. Deswegen habe ich mir jetzt auch angeeignet, beziehungsweise habe ich das früher eigentlich immer schon gemacht, dass ich tatsächlich das alles nochmal extern aufschreibe, extern notiere und dann immer auf der sicheren Seite bin. Und zuletzt was ganz Klassisches: nutzt eure Notizbücher, um Sprachen zu lernen. Es gibt nichts Besseres, als sich handschriftlich Vokabeln aufzuschreiben. Ich weiß, Leute finden das oldschool, aber ich persönlich habe das in der Schule immer geliebt und finde das toll. Ihr seht hier übrigens alte Englisch-Vokabelhefte von mir aus der, ich glaube, 7. oder 8. Klasse. Ich gucke da immer noch gerne rein, einfach weil es mich ein bisschen nostalgisch macht und weil ich es schön finde. Es bringt aber tatsächlich auch was, deswegen ist das auch ein super guter Use Case. Das war's auch schon mit diesem Video. Schreibt gerne weitere Ideen in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu hören und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!